Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Ja, herzlich willkommen zurück und damit beginnt die Jagd. Sollen wir die jetzt alle wegballern? Okay. Wo sind denn deren Schwachpunkte? Okay, alles klar, das Geweih. Ja, ich sehe nichts mehr. Okay, wir haben voll den Vorteil dadurch, dass wir wissen, dass wir da hinten drauf ballern sollen. Ich sehe nichts. Okay. Ups. Kaputt. Erstmal auf die Schnelle treffen. Ups. Okay, alles klar. Ich treffe echt gut heute. Nicht. Ich weiß, dass ich neue Pfeile brauche. Ins Gesicht. So, dürfen wir das jetzt alles hier looten? Oh. Die Trophäe ist hinausgestoßen. Du brauchst wohl eine neue. Alles klar, wir mussten Trophäen von diesen Viechern sammeln. Dann machen wir das mal. Wir sammeln hier einfach. Was haben wir da? Das ist eine Lohe. Die ist auf jeden Fall nicht. Wo sollen wir hin? Gut. Und nochmal. So. Sammeln. Ich muss sie einholen. Alles klar, ach so. Also, unsere erste Aufgabe war eine Trophäe sammeln. Jetzt geht's zum Anfang des Kriegsfahrts. Lasst mich in Ruhe, ich muss hier nur vorbei. Einmal kurz heilen nebenbei. Ich muss sie einholen. Was ein Arsch. Hoffentlich können wir es dem noch so richtig zeigen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Was für Affe. Die war hinter mir. Sie sah stärker aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre? Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Das war's. Jetzt da einfach um. Wer führt? Ich sehe nicht. Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Interessant. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall den schweren Weg. Müssen wir noch höher? Ja. Ich muss weitermachen.
machen. Die aufgestoßen. Aber wohin? Im alten Pfad. Hä? Gut. Ah, okay, so. Die aufgestoßene holt auf. Ist sie da raufgekommen? Zu Fuß. Oh. Okay, hinterher. Das wird ganz schön knapp. Ja, das vor allem. Was haben wir jetzt gemacht? Okay. Was? Jetzt mach schon, Beeilung. Weiter. Okay. Abgekürzt. Oder? Haben wir jetzt abgekürzt oder nicht? Ich bin mir nicht so wirklich sicher, was wir da gerade machen, aber ist egal. Wir sind, glaube ich, auf dem Weg, wo wir auch hin sollen. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Los, sei perfekt. Läuft's denn noch? Sind wir noch im Ziel, was die Zeit angeht? Okay. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin! Du hast es geschafft! Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt! Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Ich wusste, dass das passieren würde. Aloy, lauf! Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! Okay, und was ist unsere Aufgabe? Ach, wir sollen die Leute da drüben wegballern. Voll gut. Ich glaube, wir können die gar nicht treffen. Oder wir sind einfach zu schlecht im Treffen. Na doch, es geht wohl. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Okay, ich treffe einfach nicht. Dein Ende ist gekommen. Vernichtet die Eindringlinge. Na toll. Die Schänder! Oh, der hat was Cooles gelootet. Gedroppt. Wir können sie nicht aufhalten! Ich sollte vielleicht mal ein paar Leben nehmen. Und wir brennen. Okay. Schnell! Lauft rüber zum Seil! Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Für die Urmutter! Okay, neue Pfeile. Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Komm her! Wie viele sind das? Oh du Idiot! So, weg mit dir! Und auf, Nahkampf geht besser. Ja.
Okay, den haben wir auch gleich. Wir brauchen Heilung. Der versteckt sich, der Sauhund. Einmal heilen. Da ist so ein komisches Platz zum Heilen. Oh, ich bin gerade ziemlich im Stress mit den Viechern. Mit den Affen. Ist hier noch einer? Ach, da oben. Erledigt sie! Ja, nicht hier. Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Erledige die Angreifer. Das ist einfach unsere ganz einfache Aufgabe. Hab ich dich! Vernichte die Eindringlinge! Bitte lächeln! Hinüber! Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Jetzt, runter, solange es noch geht. Oha. Komm zurück! Okay, und cool. Den Totenkopf da oben muss ich treffen. Na komm. Okay, der ist hinüber. Wo ist der andere? Meine Nerven. Okay, ich finde sich so bewegende Ziele, oh, ein Gesundheitstrank, den wir gerade nehmen können, sind extrem viel schwieriger zu treffen natürlich als die als die Maschinen. Na komm her. Kuckuck. Ins Gesicht. Du auch noch? Bitteschön. Ah, komm her. Gesicht zur Sonne, Kind. Verbrenne alles. Dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Nein, es war nur ein Trick. Also die Friedensverkundung von diesen komischen Sonnenanbetern. Überlebe!
Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Es tut mir leid. Ja! Kehr dein Gesicht zur Seite. Rust. Nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Okay, die Hauptquest abgeschlossen. Gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Der Leib des Berges, suche nach dem Fokus. Und ich wusste irgendwie, dass wir angegriffen werden würden. Das meinte ja dieser komische Typ mit seinem anderen Fokus, dass wir jeden Tag genießen sollten. Und ich hatte so in dunkler Vorahnung. Wir haben auf jeden Fall noch kein Level-Up. Mal kurz schauen, haben wir eine Karte oder sowas in der Art? Ah, Menü derzeit nicht verfügbar. Hier. Oh, okay. Spinnenweben. Eine Sackgasse. Und, dass hier keiner ist, heißt, die haben draußen wahrscheinlich noch ätzend viel zu tun. Meine Sachen. Gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Okay, ob das... Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ein wenig umschauen. Ob das ein Hinweis ist, dass wir hier sein dürfen? Ich weiß es nicht, aber da... Sehen wir schon andere Türen durch diesen Gang? Also suchen wir mal. Ach so, eine Bunkertür, die können wir ganz einfach öffnen. Moment, wie ich empfange eine Art Signal. Wie hat man sie eigentlich hier reingebracht? Wenn man dafür einen Fokus braucht, um die Tür zu öffnen? Oder wissen die einfach, wie man die öffnet? Ich glaube, man braucht den Fokus nicht wirklich. Aber man muss ja trotzdem wissen, wie man die Türen bedient. Das heißt, die Alten wissen das. Oh, weitere Gänge. Moment. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Da kommen wir aber noch nicht durch. Die Moa haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum? Ich würde sagen, das ist ein Überbleibsel. Mit meinen anderen Sachen. Sehr schön. Alles wieder gesammelt. Kannst du mir zeigen? Ah.
Kommandanten. Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Lagepläne. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Okay. Bist du meine Mutter? Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Okay, wir haben den Bogen wieder. Folge Tirsa. Da drüben waren wir schon schauen. Jetzt folgen wir erstmal. Wie eine alte Tropfsteinhöhle. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ich hätte mich aber gerne noch umgeguckt, aber ich folge jetzt einfach mal, weil sie vorangeht und nachher läuft sie uns irgendwie weg. Und es ist schließlich unsere Aufgabe, ihr zu folgen. Und jetzt mit ihr reden. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kam durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ist sie die Frau, die ich sah? Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert.
Nein. Bitte. Bitte. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Okay, jetzt sollen wir erstmal folgen, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir Theas verfolgen und hoffentlich ein wenig mehr über die Pläne erfahren, die sie jetzt geschmiedet hat, wie wir weiterkommen, wie wir vielleicht ja auf der Suche nach dem Verderbnis weiterkommen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, ciao Leute, bye bye.